Hallo, meine Lieben. Ich versuche, meine Kamera so richtig hinzumachen. Ja, ich sitze nämlich gerade in meinem Wohnzimmer vor meinem Kamin, weil es ja draußen gerade eben geschneit hat und so kalt ist. Ich denke, heute Nacht war es sicher wieder gefroren. Ja, so ist das hier. Wenn man denkt, es ist endlich wärmer, dann wird es wieder kalt. Und so wird es wahrscheinlich hin und her gehen bis Mai. Ja gut, wir haben ja bald Mai. Noch eine Woche. Ich glaube, nächstes Wochenende ist der erste, mein nächsten Sonntag vielleicht. Ja, und bei uns ist es immer noch so kalt. Aber bei uns ist es halt immer so hin und her. Vor 2 Tagen war es noch heiß, also wirklich, da hat man wirklich geschwitzt. Also, und jetzt auf einmal ist es wieder kalt. So ist es hier. Also, ich will heute mal ein Thema ansprechen, das ich eigentlich nicht so gerne, ich diskutiere über dieses Thema nicht sehr gerne. Und zwar über flache Erde oder runde Erde oder wie auch immer die Erde ist. Ich weiß, na gut, ich weiß schon einiges, ja, von der Erde. Wir wissen schon einiges von der Erde. Ich kann nicht, ja, total biblisch gehen, wenn es um die Form der Erde geht. Warum? Weil erstens die Schreiber von der Bibel, ja, haben Dinge geschrieben vor langer, langer Zeit und sie hatten keine Ahnung von Dingen, ja, von Dingen, will ich sagen, von Dingen. Sie haben ihre poetische Sprache benutzt, um zu erklären, was passiert. Sie haben zum Beispiel gesagt, ha ja, die Fenster des Himmels werden geöffnet und dann kommt Regen herunter. Weil sie ja denken oder gedacht haben, oder ja, ich denke, dass sie das gedacht haben, dass eben Wasser über dem Firmament ist. Ja? Ist das der Fall? Ich weiß es nicht. Aber wir wissen, eins wissen wir. Wir wissen ganz genau, wie Regen passiert heute. Da brauchen wir bitte nicht zu erklären, dass da jemand irgendwelche Sachen öffnet da im Firmament und jetzt kommen halt da die Regentropfen runter von dem Wasser, das über dem Firmament ist. Ja, wir wissen ganz genau, dass halt das Wasser verdampft. Hallo, denn wir wissen das. Ja, das Wasser verdampft, es geht hoch, die Wolken werden gebildet. Und der Druck ändert sich und das Wasser kommt wieder runter in Form von Regentropfen oder Schnee oder Hagel oder auch wie immer. Wir wissen das heute. Damals haben sie das nicht gewusst. Vielleicht nicht. Ja? Und dann haben sie gedacht, ja, irgendjemand macht halt oben der Hahn auf. Ja. Und dann tröpfelt's halt. Ja, ich benutze jetzt mal wirklich komische Worte. Das sind keine wissenschaftlichen Worte, ja? Dinge, die man beobachten kann, sondern das sind Erklärungen von Dingen, die man höchstwahrscheinlich nicht versteht. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wer wurde von einem Flugzeug abgeholt? Ist es Elias gewesen oder Elisha, irgendeiner im Alten Testament? Ja, wurde abgeholt mit einem was? War es ein Hubschrauber? War es ein Flugzeug? Was war es? Es war ein fliegende ja, Wagen. Fliegender Wagen. Okay? Die Menschen damals haben benutzt, was sie verstanden haben. Ja? Die Worte, die sie verstanden haben. Ezekiel, der hat auch ganz bestimmte Dinge gesehen, wie Engel mit Rädern und Augen und allem möglichen Dingen. Ja? Und er hat sich so erklärt mit seinen Worten und mit Worten, die er benutzt von seiner Umwelt. Ja?
Er hat damals schon verstanden, was ein Rad ist, also hat er das benutzt. Aber er hat nicht gewusst, was ein Raumschiff ist oder ein Flugzeug oder, wie gesagt, ein Hubschrauber. Ein fliegendes Objekt hat er nicht gewusst und wie das wirklich funktioniert, hat er auch nicht gewusst. Er hätte auch Probleme gehabt, ein Auto zu erklären. Ein Gefährt, das ohne Pferde, mit Rädern, das ohne Pferde sich bewegt. Ja, ganz schnell. Schneller noch wie, was weiß ich, der schnellste Streitwagen. Ja, und so muss man das einfach sehen im Alten Testament, wenn beschrieben wird, bestimmte Dinge beschrieben werden. Wenn man zum Beispiel, ich habe von irgendjemand hat mir ein Video geschickt, das ich anschauen sollte. Und da hat jemand erklärt, naja, dass Gott seinen Thron über dem Firmament hat. Ja, natürlich, diejenigen damals, die hier waren, so haben sie das erklärt, dass Gott über dem Firmament seinen Thron hat. Aber wo ist das, Leute? Wo ist der Himmel? Das müssen wir wirklich uns überlegen. Wo ist der Himmel? Das heißt, der Himmel, wo Gott ist. Der Himmel, wo Gott ist, ist nicht eine dreidimensionale oder vierdimensionale Welt. Ich sage das sehr oft. Eine dreidimensionale Welt ist Länge, Breite, Höhe. Das ist dreidimensional. Und für uns kommt noch eine Dimension dazu und das ist die vierte und das ist einfach Zeit. Ja? Wir bleiben nicht stehen hier dreidimensional, sondern wir bewegen uns in dieser dreidimensionalen Welt. Da ist Zeit. Ja, wir sind jetzt hier, gestern war da, morgen ist da. Das ist eine vierdimensionale Welt. Aber Gott lebt in dieser Welt nicht. Und diese Welt, in der Gott lebt, ist nicht über dem Firmament, weil über dem Firmament ist auch dreidimensionale oder vierdimensionale Zeit. Das heißt, unsere Erde ist in einer vierdimensionalen Welt, Leute. Ja? Aber Gott lebt in einer ganz anderen Dimension. Paulus hat es so erklärt. Er hat es mit Himmel erklärt. Er hat gemeint, er war im siebten Himmel. Wo steht das? Ich weiß gar nicht mehr. Ich halte mal mein Ding an. Also, ich habe das gefunden und zwar mit dem nicht siebten Himmel, sondern dritten, glaube ich. Also hier in 2. Korinther 12 steht, Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leib, aha, hör zu, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß er ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Ja, so hat er das beschrieben. Er ging in den dritten Himmel. Jetzt müssen wir überlegen, was ist der dritte Himmel? Also, der Himmel über uns, da war er nicht. Der Himmel danach, da war er auch nicht. Und der Himmel darüber, der dritte Himmel, das ist hier, also das ist dann vielleicht da, wo Gott ist. Ja? Also der Himmel, wo Gott ist. In Amerika gibt es ja zwei Worte für Himmel. Und zwar Sky, und das ist das, was wir sehen, der Himmel. Und Heaven, ja, das ist da, wo Gott ist. Das heißt, da, das können wir nicht sehen. Sky ist von unserer dreidimensionalen Welt. Das sehen wir oben, Sky, ja. Heaven ist in einer anderen Dimension. Und Paulus sagt, es war in der dritten Himmel, ja. Und wenn ihr das anguckt, die Übersetzung, benutzt ihr das Wort Heaven, not Sky.
He was not in the sky, he was in heaven. Okay? Also. Und dann war er auch im Paradies. Und also war das Paradies nicht der dritte Himmel, wo er war, sondern vielleicht eine Dimension davor. Wir sagen halt, okay, das ist alles Himmel or Heaven. Ja? Ein Platz, wo wir nicht, den wir nicht sehen können oder wo wir eigentlich nicht hingehen können, außer wenn wir sterben. Jesus ging in den Himmel zum Vater. Also ist er beim Vater im Himmel. Ob er jetzt die nächste Dimension ist oder die Dimension danach, wissen wir nicht 100%. Wo baut Jesus Christus dieses neue Jerusalem? Wo baut er unsere Zimmer? Natürlich beim Vater. Das heißt, es ist dieses neue Jerusalem im dritten Himmel. Ja, im dritten Himmel. Und wie soll man nun das verstehen, Leute? Wie soll man das verstehen, wenn man an eine flache Erde glaubt? Naja, egal, ob ich jetzt flache Erde oder runde Erde glaube, gibt es trotzdem eine andere Dimension darüber. Unsere Welt, diese dreidimensionale Welt, ist ja im Grunde nur ein, ja, sagen wir mal, ein Gefängnis. Ja, es ist ein Gefängnis für unsere Seelen. Dieser Körper ist im Grunde ein Gefängnis für unsere Seelen. Ja, weil wir ziehen diesen Körper an, wenn wir in diese Welt kommen. Viele sagen, dass unsere Seelen schon vorher existiert haben in Gott. Ja, sagen viele. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Die Bibel sagt darüber nichts. Die Bibel sagt, dass Gott uns schon gekannt hat im Bauch, ja, als wir im Bauch geformt wurden. Aber wir wissen nicht 100%, wann kommt die Seele in dieses Baby rein. Ja, das wissen wir nicht. Ist es im Moment, wo sich der Same, also der Sperme und das Ei verbinden? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es irgendwo passiert. Ja? Wann diese Seele in diesen Körper kommt. Diese Seele wird nicht kreiert jetzt von dadurch, dass sich der Same und ja, das Ei verbinden. Ja, irgendwann mal ist halt das, der Embryo soweit, dass eben die Seele da reingehen kann. Wenn ihr das anders glaubt, bitte teilt das gerne, wenn ihr das irgendwo anders seht in der Bibel. Ich kenne keine Stellen, ja, wo das angesprochen wird. Ja, ich weiß nur, Leute, dass, und viele glauben, dass Gott halt alle unsere Seelen erschaffen hat, aber dass wir alle von Gott ausgehen. Ja, unsere Seelen oder unser Geist kommt von Gott. Und dieser Geist war halt ja da und wir verstehen das gar nicht, ja, wie das alles geht. Warum? Weil Gott lebt in einer Dimension, in einem Heaven, ja, in einem ja, Himmel, dritter Himmel, ne, das wir gar nicht verstehen. Wir verstehen das nicht. Wir haben Probleme, hier das zu verstehen. Wenn viele glauben, das ist eine flache Erde, dann verstehe ich das, warum sie Probleme haben, überhaupt das hier zu verstehen. Ja? Ich verstehe das Weltall auch nicht. Ja? Und es gibt viele Dinge, die ich auch nicht akzeptieren kann. Zum Beispiel glaube ich nicht an eine Evolution, weil es nicht bewiesen ist. Wir haben keine Beweise, dass eine Evolution überhaupt existiert. Das war, ist eine Theorie und das ist immer noch eine Theorie. Und diese Theorie wurde schon nach
ich weiß nicht, wann ist Darwin mit dieser Theorie gekommen? Ich glaube 1900 um die rum, das heißt 120 Jahre, 100, fast 150 Jahre besteht diese Theorie und die Wissenschaftler haben es noch nicht bewiesen. Also es ist immer noch eine Theorie, ja? Und zu uns sagt man, Verschwörungstheorie soll man wegtun. Ja, aber wir haben schon mindestens 120 Jahre lang eine Theorie, eine Entwicklungstheorie oder wie das heißt, ja, okay. Und es ist auch noch nicht weggegangen. Es ist eine Theorie, Leute. Diese Theorie wurde nie, noch nie, noch nie, noch nie bewiesen. Ja? Die Leute, die reden davon, aber sie, wie gesagt, es existiert nicht. Andere Dinge, die ich zum Beispiel auch nicht glauben kann, ist zum Beispiel die Mondlandung. Und die Leute, die versuchen, uns zu überreden und ja, dass wir also sie wollen ja beweisen, dass die Regierung uns anlügt. Und das brauchen sie mir nicht beweisen, weil ich das so und so weiß. Ja, die Regierungen dieser Welt lügen und lügen. Aber Leute, die lügen schon ewiglich. Ja? Und warum lügen sie schon ewiglich? Weil sie von einer Kirche unterstützt werden. Ja, weil ja eigentlich eine Kirche dahinter ist, die schon viel länger gelogen hat. Ja, und ich rede jetzt von dem Mann der Sünde, ich rede von Babylon der Großen, die ja schon 1700 Jahre existiert. Also der Vatikan. Und der Vatikan hat ja schon gelogen, gelogen, gelogen von Anfang an und hat versucht, Menschen, die zu beweisen, dass ja dass nicht alles die Sonne und der Mond um die Erde herum geht, ja, dass die Erde der Mittelpunkt ist vom Universum, ja, die haben sie ja alle umgebracht. Ja, und dann denkt ihr auf einmal, dass nun das die richtige Lösung ist? Oder dass wirklich das so existiert? Nein, meine Lieben. Sie haben damals schon die Leute umgebracht, weil sie das geglaubt haben. Und dann sagen die Leute, ah ja, die Jesuiten haben das angefangen. Nein, die Jesuiten, ja, kamen danach. Diese Leute wurden schon umgebracht, bevor die Jesuiten überhaupt existiert haben. Ja, hat das Papsttum schon Leute umgebracht, die gegen, ja, Aufklärung sind. Und dann passierte endlich die Aufklärung. Warum? Weil die Reformation passiert ist und nun der Papst nicht 100% die Macht mehr hatte. Ja, deswegen kam die Aufklärung. Aber jetzt gehen wir ja wieder zurück in eine Mittelalter sozusagen. Ja, also Dunkelzeit. In Amerika oder in Englisch heißt sie das Dark Ages, ja, das Mittelalter wird Dark Ages genannt, also die dunkle Zeit, das dunkle Zeitalter, wo alles versteckt war. Nur der Vatikan hat alles in den Händen gehabt und das normale Volk wurde total verblödet. Ja? Die wussten gar nichts. Und denen wurde nichts gesagt. Alles war in der Hand von den Mönchen, von den Bischöfen, von den Priestern, ja. Und sie hatten ja bestimmte Informationen, je nachdem, was der Papst erlaubt hat. Und jetzt auf einmal soll aber das Ganze, was herausgekommen ist, dass die Erde ja nicht der Mittelpunkt ist, jetzt soll das auf einmal wieder etwas von den Jesuiten sein. Es soll jetzt irgendwann mal, jetzt soll es einfach wieder falsch sein. Wir sind jetzt angelogen. Wir werden jetzt wieder angelogen von den Jesuiten. Nein, Leute. Nein, nein. Ja? Ich werde überhaupt nicht angelogen, weil ich nehme gar nichts an. Ob die Erde jetzt rund ist oder flach, hat nichts zu tun damit, ob ich gerettet bin und ob Jesus wiederkommt. Ich sehe nicht eindeutig in der Bibel, ja, dass die Erde flach ist oder auch, dass die Erde rund ist. Ja?
Genauso wenig sehe ich, ja, in der Bibel, dass ein Virus uns krank macht. Ja? In der Bibel werden sehr viele Leute krank, wenn sie einen Dämon haben. Und das wird heute natürlich auch weggemacht. Ja? Also diese ganzen Leute, die jetzt diese neue Krankheit haben, ja, was wir in den letzten 2 Jahren hatten, sind alle durch Dämonen krank geworden. Ja, ich kann jetzt genauso sagen. Aber das stimmt natürlich auch nicht, weil ja nicht alle Leute durch Dämonen krank werden. Ja? Das ist ja klar. Aber die Bibel sagt viele Dinge nicht. Im Gegenteil. Der Daniel wurde es gesagt, dass er schlafen soll, weil die Information zunimmt. Und dann werden wir Dinge verstehen. Wenn wir aber diese Dinge, die wir jetzt lernen, über unsere Erde und über alles einfach wegtun, dann lernen wir halt eben nicht. Ja, dann lernen wir halt eben nicht. Und das ist vielleicht auch okay, wenn ihr so werden wollt wie Kinder und so in der Erkenntnis von Kindern stecken bleiben wollt, dann bitteschön, tu das. Tu das. Die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Manche Leute schmeißen die Wissenschaft heraus und sagen, wir brauchen keine Wissenschaft. Und Wissenschaft ist nur Beobachtung. Ja, sollte eigentlich immer bleiben. Ist keine Religion, ist nicht etwas, was jetzt das Endgültige ist, sondern es ist Beobachtung von Natur. Das ist Wissenschaft. Ja, für mich. Ich beobachte die Wissenschaft. Ja, die Natur und was auch immer. Und daraus schließe ich dann meine Folgerungen. Und natürlich haben wir viel, viel mehr Informationen. Zum Beispiel können wir jetzt sehen durch ein großes Mikrofon, nicht Mikrofon, sondern Mikroskop, ja, die kleinsten Teilchen in einem Körper, Zellen, ja. Damals haben die Leute das nicht gesehen. Wir wissen, was ein Atom ist. Wir wissen, was ein Proton und die ganzen Dinge von einem kleinen Atom sind und wie alles zusammengesetzt ist. Wir wissen das, Leute. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass in Wirklichkeit diese Hand nicht solide ist, ja, sondern dass sehr viel Raum dazwischen ist. Und normalerweise sollte das nicht solide sich anfassen, ja, aber es tut es. Und warum? Weil halt noch andere Dinge im Spiel sind, dass das halt so anfühlt, dass sie fest sind. Wir wissen ja noch nicht mal, Leute, wir haben keine Ahnung, ja, wie sich alles zusammensetzt. Wir sind wirklich blöd. Das kann man wirklich sagen, ja. Wenn man ja von dem ausgeht. Wir wissen ganz, ganz wenig. Ich höre mir sehr gerne wissenschaftliche Dinge an. Ja, sehr gerne. Warum? Weil ich dadurch lernen kann. Weil ich dann durch lernen kann, durch das, was Gott geschaffen hat. Und als Jesus hier war, ist er ja selber derjenige gewesen, der alles geschaffen hat. Er kennt alles bis ins Detail, bis ins kleinste Atom, bis ins kleinste Elektron, ist ja noch kleiner, ja? Proton ist ja noch kleiner. Neutron ist ja noch kleiner. Und Jesus kennt das bis ins Detail. Und er weiß ganz genau, wie man diese Stoffe manipulieren kann, ja? Was man tun muss, um diese Stoffe zu manipulieren. Wir haben keine Ahnung. Keine Ahnung. Und deswegen verstehe ich schon, dass manche Leute stehen bleiben und denken, ah ja, das ist eine flache Erde. Und es ist okay. Ja, es ist okay. Weil ihr trotzdem gerettet werden müsst, wie derjenige, der glaubt, dass es jetzt eine Simulation ist. Ja? Wisst ihr, was eine Simulation ist?
Simulation ist einfach, wenn diese ganzen Teilchen zusammenkommen und irgendwas kreieren, was Sinn macht für uns jetzt. Ja, alle diese ganzen kleinen Tiere kommen zusammen und machen diese Tasse. Ja, zum Beispiel mit dem guten Tee drin. Aber in Wirklichkeit, ja, ist es wirklich solide? Nein, nicht wirklich. Es ist ganz sehr viel Raum dazwischen. Wir wissen das, wenn wir zum Beispiel ein Atom anschauen. Und genauso ist das Universum. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Atom ist der kleinste Teil von diesem Körper. Von diesem Körper. Ein Atom. Und was ist ein Atom? Es ist wieder zusammengesetzt aus, ich glaube, Protonen und Neutronen. Darum sind die Elektronen. Und an was erinnert euch das, Leute? Kennt ihr euch in einem, wie nennt man das? Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe das mal studiert und sehr gerne studiert. Also diese Skala mit den ganzen Elementen drauf. Ja? Und ich habe mir früher dann sehr gerne dieses angeschaut, wie viel Protone und dann wie viel Elektronen und darauf dann kommt drauf an, was für ein Stoff das es ist. Ja? Er muss mit dem Table. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Ich halte es mal an. Okay, ich habe es gefunden. Periodensystem. Ich habe es so wieder vergessen. Ich habe das früher in der Schule gelernt, in Chemie und der Biologie. Und wie sich diese Stoffe zusammensetzen, wie zum Beispiel Sauerstoff, ja, H2O. Wie sich das zusammensetzt und wie sie zusammen das Zusammenhalt, wie sie zusammenhalten. Ja, wenn ihr euch da auskennt, Leute, ja, vielleicht tut ihr euch mal da ein bisschen informieren. Und das sind ja auch wiederum, ja, sie werden dargestellt als wie Planeten. Ja, natürlich wie Planeten. Und was sind sie? Flach? Nein, sie sind nicht flach. Ja, sie sind eher rund. Weil nämlich in unserem ganzen System Dinge rund sind. Nicht flach, sondern rund. Wir sehen das überall. Ja? Überall, dass Dinge mehr rund sind als jetzt flache Scheiben. Und ich denke halt schon, dass wenn die kleinsten Teilchen so funktionieren, rund, dann funktionieren auch die größeren Teile. So. Ja? Und deswegen, Leute, kann ich nicht an solche einfachen Dinge glauben. Ja? Ich sag, wie gesagt, es ist ganz egal, weil wir sind trotzdem gerettet auf die gleiche Art und Weise. Wir müssen einfach unserem Schöpfer trauen und auf ihn vertrauen. Und es ist ganz egal, was wir glauben. Ob wir glauben an einen Osterhasen oder an eine, wie nennt man das, Fairy, eine Fee oder ob wir an einen Weihnachtsmann glauben. Ganz egal, wir werden alle gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Und einfach damit, dass wir unserem Schöpfer vertrauen. Weil genau da läuft es überall drauf hin. Auf den Schöpfer. Folgen wir dem Schöpfer oder umgehen wir den Schöpfer? Und wenn wir wirklich dem Schöpfer glauben, dann wissen wir, dass der Schöpfer weit über uns steht. Und dass wir nur ganz klitzekleine Teilchen sind in dieser riesengroßen Schöpfung. Klitzekleine Teilchen. Ja? Noch kleiner wie Ameisen. Und was wissen wir schon? Wir wissen ganz wenig. Wir können immer wieder und immer wieder dazulernen,
weiter beobachten, weiter Informationen sammeln. Ja? Und natürlich müssen wir aufpassen, dass uns niemand verführt. Weil wir ja schon Jahrtausende lang verführt werden. Tausende! Und ich weigere mich, zurückzugehen ins Gefängnis, Leute. Und wovon rede ich? Von welchem Gefängnis? Das Gefängnis, das das Papsttum uns schon seit dem Anfang gegeben hat. Das Papsttum hat uns während dieser dunklen Zeit, Dark Ages, ja im Gefängnis gehabt. Wir haben nichts gesehen, Leute. Dunkelheit, ja? Sie haben alles in der Hand gehabt. Sie haben bestimmt ganz genau, was wir zu glauben haben. Wir haben gelebt wie Schweine. Wenn ihr euch überlegt, wie sie damals gelebt haben, während dieser Dunkelheit, ja, während dem Mittelalter. Ihr wollt da wieder hingehen? Also ich ganz bestimmt nicht. Ja? Ich ganz bestimmt nicht, Leute. Ich gehe da nicht wieder hin. Meine Augen sind offen. Und meine Augen werden von niemand zugemacht. Schon gar nicht Satan. Und Satan ist nämlich genau derjenige, der versucht, Informationen von uns wegzunehmen. Und ja, ganz ehrlich, natürlich gibt es keine Evolutionstheorie. Nein, es gibt es ganz bestimmt nicht. Ja, Gott hat alles geschaffen. Gibt es einen Urknall? Das wissen wir nicht, Leute, weil es viel zu weit zurück ist. Wie hat Gott diese Welt geschaffen? Nein, so hat er das nicht gemacht. Ja? Und genau das versuchen nämlich die Leute zu sagen. Ach, Hokus Pokus. Nein, Gott macht kein Hokus Pokus. Ja? Er ist kein Zauberer. Ja? Obwohl es so aussieht, wenn ich das anschaue, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, könnte man das so sehen. Ah ja, Hokus Pokus. Er hat so Hokus Pokus gemacht und es wurde verwandelt. Nein. Er hat das gemacht, weil er ganz genau wusste, wie man diese Atome manipuliert. Ja? Deswegen. Weil er sich da auskennt. Und wenn wir uns da auskennen würden, könnten wir es auch tun. Ja? Dann könnten wir es auch tun. Und wenn wir Glauben hätten, wie Jesus sagt, dann könnten wir auch Berge versetzen. Warum? Nicht, weil wir einfach Snap, Snap machen können, sondern weil wir genau wissen, wie alles funktioniert. Bis ins Detail. Ja? Bis ins Detail. Und deswegen, Leute, ist für mich diese flache Erde kein Diskussionsthema. Entweder ihr glaubt es oder ihr glaubt es nicht. Das Problem ist, wenn ich an Märchen glaube, bleibe ich in den Märchen stecken. Irgendwann muss mal ein Kind erwachsen werden. Und dann weiß es, dass Märchen nur Märchen sind. Ja? Und dass die Realität anders aussieht. Natürlich gibt es ja Dinge, die wir als Erwachsene oft nicht erklären können. Ja? Und vielleicht die Kinder besser. Zum Beispiel kann es auch sein, dass die Kinder eher diese gefallenen Engel sehen als die Erwachsenen. Weil wir ja auch in einer Welt leben, die wirklich kreiert ist. Ja? Wir sehen also nur Dinge, die wir sehen sollen. Leute, so ist es. Ja? Und deswegen zum Beispiel Hunde und Tiere sehen eher gefallene Engel als wir Erwachsene. Warum? Weil sie in einer anderen Dimension existieren, die aber oft überschneiden.
Aber wir, unsere Augen, wir haben unsere Augen schon so trainiert, dass wir das gar nicht mehr sehen. Diese Übergriffe von der anderen Dimension. Und die sind da, diese Übergriffe. Ja? Ich denke halt, dass vielleicht irgendwann mal während dem Tausendjährigen Reich vielleicht diese Übergriffe eher weg sind, ja, wie jetzt. Ich weiß es nicht 100%, weil ich es nicht sehe oder weil ich es nicht sehen kann in der Bibel. Aber ich möchte ganz gerne da bleiben, wo die Bibel ist. Und wenn irgendjemand Stellen hat, die vielleicht so aussehen, ja, als hätten wir eine flache Erde, so aussehen, dann müssen wir erstmal auch wissenschaftliche Dinge anschauen. Ja, und wirklich gucken, stimmt das? Stimmt das wirklich? Und ich habe nichts dagegen, wenn Leute sagen, hallo, wir sind noch nie im All gewesen. Wir können nur bis zu einer bestimmten, was weiß ich was, gehen. Ja? Keine Ahnung. In einer bestimmten Atmosphäre gehen. Und weiter geht's nicht. Ja, also vielleicht haben wir nie die Möglichkeit gehabt, wirklich auf dem Mond zu landen, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Und ich habe das auch schon öfter gehört, dass zum Beispiel eben wirklich mit unseren heutigen Mitteln, ja, dass wir gar nicht in den Raum, Weltraum gehen können. Unseren heutigen Mitteln. Und doch hören wir, dass zum Beispiel bestimmte Satelliten ja weiter rausgegangen sind. Aber ich weiß halt auch nicht, ja, inwieweit ein Mensch ja das ertragen kann. Das weiß ich halt auch nicht. Aber das ist ganz unwichtig. Ja, das ist ganz unwichtig. Das Wichtige wiederum ist, dass wir nicht verführt werden von den gleichen Leuten, die schon unsere Vorväter verführt haben und extrem verführt haben. Und ich rede immer noch vom Papsttum. Ja? Vor 1500, Leute, vor der Reformation, waren wir in totaler Dunkelheit. Und davon will ich warnen. Ja? Wenn ihr diese Sachen glaubt und nicht eure Augen aufmachen wollt, dann bleibt ihr da drin stecken. Dann bleibt ihr da drin stecken, Leute. Warum? Weil Gott euch ein Gehirn gegeben hat. Ich bin total für Untersuchungen. Total. Und ich glaube, wenn mir jemand sagen würde, na gut, dann wollte ich es trotzdem noch selber wissen. Ja, hier ist das Ende der Welt, weil nämlich, wenn die Erde eine Scheibe ist, müsste doch irgendjemand mal ans Ende der Welt gekommen sein. Ja? Diese ganzen Ideen, die man von früher noch hatte, ja, da gucken sie runter, ja, da ist das Ende der Welt. Leute, ist noch niemand ans Ende der Welt gekommen. Aber die Bibel sagt, ja, bis ans Ende der Welt. Ja, die Frohbotschaft wird gepredigt bis ans Ende der Welt. Ja, Leute, wo ist denn das Ende der Welt? Ja, das Ende der Welt ist doch wiederum, das ist doch poetisch gemeint. Bis ans Ende der Welt. Das heißt doch nicht, dass da wirklich ein Ende ist und jetzt ist Schluss. Ja, das heißt doch bis ans Ende der Welt, sprachlich gesehen, das heißt auf der ganzen Welt. Ja. Haben die damals gewusst, ob es ein Ende der Welt gibt, als sie das geschrieben haben? Die haben vielleicht gedacht, dass ein Ende der Welt ein Ende der Welt ist. Ja? Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber wir wissen das, ja, dass sie das geglaubt haben, viele, dass es ein Ende der Welt gibt. Aber wissen wir das heute? Nein. Wir gehen von hier aus Richtung Amerika und dann von Amerika gehen wir weiter und gehen bis nach wohin? Hawaii und dann gehen wir weiter zu den Philippinen und durch den Philippinen, durch diese
Inseln und dann gehen wir nach Afrika und ja, dann sind wir in Afrika wieder, dann können wir ein bisschen hoch, dann sind wir in. Leute, wirklich, das stimmt auf einmal nicht. Stimmt auf einmal nicht. Aber nein, man denkt ja, dass es, was weiß ich, was ist. Ich weiß es nicht. Leute, wiederum, für mich ist das kein Diskussionsthema, weil es ganz egal ist. Ja? Man muss nur aufpassen, dass man nicht in den Lügen stecken bleibt. Ja? Natürlich, wie gesagt, es gibt Leute, die sind halt vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, ja, wie gesagt, ein Kind, ja, ist auf einer ganz anderen Ebene, ja, im Gehirn, in der Entwicklung vom Gehirn. Also mein Gehirn ist etwas weiterentwickelt. Ja, ich kann mit wissenschaftlichen Sachen umgehen. Ich habe da kein Problem damit, dass ich das in Einklang bringe mit der Bibel. Ich brauche da nichts von der Bibel wegschmeißen. Ich kann genau sehen, welche Teile in der Bibel poetisch sind, ja, und welche Teile nicht. Kann ich ganz genau sehen. Ja, nicht genau, aber klar, nahezu. Ja, und wie gesagt, ich brauche nicht alles herausschmeißen, nur weil wir jetzt anfangen zu, wir merken auf einmal, dass wir angelogen worden sind. Das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt alles rausschmeiße und sage, ach, das ist alles von den Jesuiten. Nee, brauche ich nicht machen. Ja, aber wie gesagt, für mich ist das kein Diskussionsthema, weil es ja eigentlich, Leute, nichts damit zu tun hat, mit unserer Rettung und auch nicht mit der Wiederkunft von Jesus. Irgendwann mal sind wir an dem Punkt angekommen, und zwar dann, wenn wir bei Jesus sind, nachdem er uns entrückt hat. Und ich glaube, dann werden wir sehr viel verstehen. Sehr viel. Und manche Leute werden die Augen aufreißen und ja, werden endlich vielleicht zum ersten Mal halt vielleicht doch, nein, nicht zum ersten Mal, aber ich glaube, ja, zum ersten Mal verstehen, wie alles zusammenhängt und wie dieses ganze System existiert. Wie gesagt, es ist eine vierdimensionale Welt. Und außerhalb dieser vierdimensionalen Welt sieht alles ganz anders aus. Ja? Ganz anders. Ihr könnt euch doch vorstellen, wenn ein Stein versuchen müsste, wie Menschen leben. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Stein. Ja? Ihr habt einen Stein. Ich habe jetzt keiner hier. Aber ja, oder diese Tasse zum Beispiel. Könnt ihr euch das vorstellen? Hat diese Tasse irgendeine Ahnung, wer ich bin? Glaub's nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, aber wie kann so eine Tasse etwas verstehen von dem Weltall oder von wie wir kreiert sind? Ich sage immer, Leute, wir sind eine Simulation. Ja, Simulation. Das heißt, Gott hat diese Welt geschaffen als vierdimensionale Welt, nur für uns, weil wir gefallen sind. Deswegen. Viele glauben, dass zum Beispiel eben das Paradies ganz in der anderen Dimension ist. Er hat ja hier auch von dieser Dimension, von diesem Paradies geredet. Ja, ich habe ja das mit dem Paulus, das ist ja dieser Mensch, den Paulus hier sagt, das ist ja er selber, ne? Ich weiß von einem Menschen in Christus. Ich denke, wir glauben, dass es Paulus war, der diese Erfahrung gemacht hat. Das heißt, er weiß nicht, war er im Körper oder außerhalb vom Körper. Er hatte also eine Vision.
Genau wie Johannes ging in den Himmel. Ja, er hatte eine Vision. Und war Johannes im Körper oder außerhalb des Körpers? Ja, und ja, und da hat er halt das gesehen. Ja, was er gesehen hat. Ja, was hat er gesehen? Er war auch im Paradies. Ja, und das Paradies war anders wie der dritte Himmel. Ja, und deswegen glauben ja viele, nicht nur der Paulus hat es geglaubt, dass das Paradies auch in einer anderen Dimension ist. Weil Jesus Christus, nachdem er in das Totenreich ging, also als er gestorben war, ging er ja in das Totenreich. Und da hat er ja die Toten rausgenommen aus dem Totenreich ins Paradies. Er hat ja zu diesem Mann gesagt, der eine Dieb, der am Kreuz mit ihm hing, hat ja gesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja? Und also werde er da sein, wo dann Jesus hingeht. Und er hat diese Leute von Hades oder Totenreich genommen, hat sie ins Paradies genommen. Das heißt, Paradies, wo er jetzt ist, das heißt, es ist in einer anderen Dimension, die nicht abhängig ist von Zeit. Deswegen verstehen wir das gar nicht. Ja? Dass auf einmal wir aus dieser Welt weg sind. Und wenn wir sterben, sofort sind wir in einer anderen Dimension. Ja? Wie wollen wir das uns vorstellen? Ja, ich nehme es einmal an, wie ein Ball. Nehmen wir mal einen Ball an. Und wir sind in diesem Ball gefangen, wenn wir hier auf dieser Welt sind. Und in dem Moment, wo ich sterbe, bin ich nicht mehr im Ball drin, sondern auf dem Ball draußen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, wenn wir in diesem Ball drin sind und wir sehen nur so viel, was in dem Ball innen drin ist? Wir haben keine Ahnung, was außerhalb von dem Ball läuft. Ja, und so ungefähr stelle ich mir das eben vor. Warum stelle ich mir einen Ball vor? Warum? Weil alles rund ist, Leute. Ja? Rund, 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 rund. Weil das ganze Universum hat mit Rundungen zu tun. Nicht mit Scheiben, sondern mit Rundungen. Ich glaube, Scheiben ist etwas, eine Erfindung von der Menschheit. Ja? Scheiben ist zweidimensional. Länge, Breite. Zweidimensional. Ja? Und was haben wir? Dreidimensional. Scheibe und der Rest, dreidimensional, ist eine Kugel. Ja? Wir leben in einer dreidimensionalen Welt, aber haben dann noch eben die Zeit. Das heißt, wir leben nicht nur in dieser Kugel, sondern diese Kugel bewegt sich auch. Ja? Kann sich auch bewegen und das ist eben die Zeit. Und dann gehen wir aus dieser Kugel heraus und gehen in eine Dimension, wo Zeit gar nicht existiert. Und wir können das nicht verstehen. Ja? Aber das heißt immer noch nicht, dass ich zurückgehen muss auf eine dreidimensionale oder sogar zweidimensionale Denkweise. Ja? Ich hoffe, dass ich mit diesem Video etwas Anstoß gegeben habe, damit ihr vielleicht weiterdenkt. Ja, weiterdenkt. Weil es ist eine Denkweise. Es hat, glaube ich, nichts zu tun oder wenig zu tun, wie wir die Dinge sehen. Weil diese Dinge sind eh Illusionen. Und in 5 Minuten können sie weg sein, wirklich. Weil sie dann irgendwas kann Gott machen und das ganze Zeug ist auch schon so weg. Er hat ja gesagt, er wird eine neue Erde, einen neuen Himmel kreieren. Warum? Weil das weg ist, sagt er selber. Ja? Simulation, Illusion, was ihr auch immer wollt. Es ist wirklich in Wirklichkeit gar nicht real. Wir nehmen das halt mal an. Wir leben halt in einer Welt, wo wir diese Dinge annehmen, dass es so und so aussieht. Viel komplizierter
wir denken. Und meine Denkweise immer weiter, weiter, weiter. Ja, in Amerika sagt man, think outside the box. Also denk außerhalb von der Kiste. Ja, denk außerhalb der Kiste. Und genau so müssen wir denken. Think outside the box. Wir sind nicht in dieser Kugel drin gefangen, ja, sondern Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und wir brauchen uns nicht wieder da reingezwängt zu fühlen in diese enge, enge Kugel, ja, die Satan aber immer nur kreiert. Warum? Wenn er uns in die Kugel bekommt, dann werden wir blind. Ja, sind wir blind wie Kinder. Dann könnt ihr, den Kindern könnt ihr ja alles Mögliche erzählen. Ja, und die glauben das. Aber ein Erwachsener muss denken, 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 denken. Muss überprüfen, überprüfen, überprüfen. Und so müssen wir denken. Ja? Also, kommen wir zum Ende. Das war jetzt ein längeres Video. Leute, das Wichtigste, lasst den Heiligen Geist euch leiten.